Ja, hallo, herzlich willkommen aus Bochum, aus dem Augusta Krankenhaus in Bochum. Mein Name ist Benedikt Gottschlich und ich habe hier die ärztliche Leitung des Kreißsaals und der Geburtshilfe. Es scheiden sich jetzt noch manche langsam dazu. Genau, aktuell weiterhin Infoveranstaltungen hier bei Instagram von uns. Mittlerweile jetzt schon seit über einem Jahr, dass wir Corona-bedingt keine Infoveranstaltungen mehr vor Ort machen können und daher heute auch wieder in diesem Format. Ihr dürft mir gerne alle Fragen der Welt stellen und ich werde das im Chat unten verfolgen und versuchen, die Fragen zu beantworten. Habe aber auch wie immer so einen kleinen Vortrag und werde euch gleich so ein bisschen unsere Geburtshilfe hier vorstellen, wie wir hier arbeiten, was euch dann erwartet, wenn ihr zu uns kommt zur Geburt, was uns vielleicht auch auszeichnet als Geburtsklinik und so ein bisschen auch über das Drumherum erzählen, natürlich auch über die Corona-Regeln. Jetzt gleich zunächst mal wieder ein bisschen darauf eingehen. Genau, damit startet das immer. Ich, upsa, so nicht. Kann dazu sagen, wir haben ja auch in unseren Highlights zu Corona ein Highlight, das haben wir schon relativ lange und an den aktuellen Corona-Regeln hat sich in den letzten Wochen bei uns erstmal nicht so viel getan. Im Moment ist sicherlich die Hoffnung, dass Maßnahmen vielleicht auch wieder gelockert werden können. Auch durch die Impfung, auch viele Angehörige sind ja mittlerweile geimpft, Schwangere sollen ja zumindest laut unserer Fachgesellschaft auch priorisiert geimpft werden. Die STIKO hat sich da ja leider noch nicht so durchgerungen. Können wir vielleicht gleich auch noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, aber das Wichtigste ist weiterhin, dass wir weiterhin hier eine Begleitung zur Geburt zulassen und diese Begleitung euch auch ja, kontinuierlich begleiten darf, die darf mit in den Kreißsaal, sobald ihr selber auch bei uns im Kreißsaal verbleibt. Und wenn ihr reinkommt ins Krankenhaus, dann zur Geburt kommt, müsst ihr euch nicht in irgendeine Schlange stellen. Wir haben unten am Eingang ein Screening, was tagsüber unter der Woche besetzt ist, wo für ambulante Vorstellungen halt die Patienten einen Gesundheitsfragebogen abgefragt werden, Fiebermessungen bekommen und dann erst das Krankenhaus betreten dürfen. Wenn man zur Geburt kommt mit Wehen oder mit Blasensprung, dann muss man nicht sich unten anstellen und erst dieses Screening durchlaufen, sondern darf sofort hoch in den Kreißsaal. Der Partner, die Partnerin oder eure Begleitung der Wahl wartet einmal unten am Eingang und wird dann quasi, wenn ihr von der Hebamme aufgenommen werdet im Kreißsaal, wird unten angerufen, dass die Begleitung dann auch nach oben kommen darf. Die Maskenpflicht, die gilt nicht in der Geburt, hatten wir auch noch gar nicht bei uns. Es ist so, dass alle im Krankenhaus diese Masken tragen, alle Mitarbeiter FFP-Masken tragen und auch ihr als Patient diese Maske tragen solltet, aber nicht in der aktiven Geburtsphase. Das heißt, wenn ihr im Kreißsaal seid, belastet seid, Wehen veratmen müsst, dann dürft ihr die Maske ablegen. Die Begleitung, die dabei ist, die soll bitte, egal ob geimpft oder nicht geimpft, eine Maske tragen, wenn wir bei euch im Raum sind. Dann bitte für die Partner, Partnerin Maskenpflicht. Auf der Station oder wenn ihr halt früh kommt zur Geburt und dann nochmal aufs Zimmer geht vielleicht zunächst und nicht im Kreißsaal bleibt, also wenn ihr über den Flur lauft, reinkommt ins Krankenhaus, dann bitte auch mit Maske. Wir machen Corona-Abstriche, sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests bei allen, die wir aufnehmen. Das ist dann meistens auch möglich, das noch vor der Geburt zu machen. Manche Frauen, die vielleicht schon ein paar Kinder geboren haben und beim dritten, vierten Kind kommen, da kann es auch mal sein, dass es sehr, sehr schnell geht und wir diesen Abstrich auf nach die Geburt verschieben müssen. Aber in der Regel machen wir das vorher, den Schnelltest, damit wir einfach nur eine Sicherheit haben, eine relative Sicherheit für uns im Kreißsaal, für die Mitarbeitenden und den PCR-Test, der dann etwas länger dauert, der unter der Woche tagsüber häufig am gleichen Tag noch kommt, aber je nach Uhrzeit kann es auch ein bisschen dauern.
bis wir das Ergebnis haben. Und ja, der Partner, der hier bleibt im Familienzimmer, bekommt auch in der Regel beide Tests. Der Schnelltest, wenn der negativ ist, ist gleichzeitig auch die Eintrittskarte in den OP. Sollte es zu einem Kaiserschnitt kommen, darf der Partner da auch mit. Voraussetzung ist der negative Schnelltest und nicht der negative PCR-Test, den wir aber bei allen abnehmen, die auch im Familienzimmer hier übernachten. Die Begleitung, die nur so begleiten und nach der Geburt nicht hier bleiben, die bekommen dann nur einen Schnelltest. Die ambulanten Vorstellungen hier, zum Beispiel zur Geburtsplanung, zur Geburtsanmeldung oder bei anderen Problemen, die sollen bitte grundsätzlich weiterhin erstmal alleine erfolgen. Es ist natürlich möglich, jemanden dazuzuschalten. Machen wir immer wieder regelmäßig jetzt, dass sich der Partner, die Partnerin dann in der Geburtsplanung per FaceTime oder auch nur per Lautsprecher einfach dann dazuschaltet, mithört, auch Fragen stellen kann. Also wenn das gewünscht ist, ist das möglich. Aber die ambulanten Vorstellungen bitte weiterhin erstmal alleine. Nach der Geburt auf der Station und im gesamten Krankenhaus herrscht weiterhin Besuchsverbot. Das heißt, mit der Einschränkung, dass die Väter oder die Begleitung zur Geburt, die nicht hier übernachtet, die darf euch einmal besuchen kommen. Und der Besuch soll ungefähr eine Stunde sein. Wir haben jetzt keine Stoppuhr, aber genau, für den Vater ist dann ein Besuch möglich. Hört sich wenig an, nur einen Besuch, aber der Papa, der hier die Geburt begleitet hat, der kommt dann am nächsten Tag zu Besuch und am Tag danach ist es häufig so, wenn es eine vaginale Spontangeburt war, dass er euch schon wieder abholen kann. Also man ist dann gar nicht so wirklich lange alleine. Geschwisterkinder lassen wir im Moment weiterhin noch nicht zu Besuch. Sonst haben halt auch alle anderen Personen aktuell Besuchsverbot. Dadurch ist zwar schade, weil es ja auch schön ist, aber auf der Station ist es dadurch auch ein bisschen ruhiger. Ihr habt mehr Ruhe und die Beratung von unseren Krankenschwestern, die Stillberatung, das läuft alles auch ein bisschen entspannter ab, weil wir halt nicht so viel Betrieb haben, was den Besuch angeht, nämlich gar keinen. Nur so einfach ganz gut natürlich zu tun ist im Moment. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich im Moment sagen kann zu den Corona-Regeln. Wenn sich da irgendwelche Lockerungen irgendwann vielleicht bald mal anbahnen sollten, dann werdet ihr das hier bei Instagram zeitnah erfahren und auch auf der Homepage werden wir das natürlich bekannt geben. Aber wir sind halt, ein Krankenhaus ist ein sensibler Bereich und nicht jetzt vergleichbar mit dem Handel oder draußen, wo dann vielleicht das alles schon ein bisschen lockerer gesehen wird. Also hier wird es wahrscheinlich noch etwas länger dauern, bis die Maßnahmen ganz gelockert werden. Aber wir sehen ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels jetzt durch die Impfung, durch die auch zumindest bis vor kurzem fallenden Zahlen und sind da ganz guter Dinge. Ja, und alles andere hat sich einfach auch mittlerweile sehr, sehr gut eingespielt und ich glaube, da mit den bestehenden Regeln können die meisten bei uns auch ganz gut, kommen damit ganz gut zurecht. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, weiterhin gerne Fragen. Davon lebt das hier auch immer. Ansonsten gehe ich mal so ein bisschen weiter jetzt von Corona weg. Vor der Geburt macht ihr ganz klar eure Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin oder bei eurer Hebamme. Und zusätzlich, und die meisten, die zu uns zur Geburt kommen, stellen sich dann auch bei uns zur Geburtsplanung vor oder zur Anmeldung. Da ist es ganz sinnvoll, wenn man das so ungefähr 4 bis 6 Wochen vor dem Geburtstermin durchführt, die Geburtsplanung. Ihr könnt euch entweder auf unserer Homepage über ein Formular anmelden, dann werdet ihr zurückgerufen von unserer Kreißsaal-Sekretärin, der Katja Bickel-Weichler, und sie macht dann den Termin mit euch oder ihr ruft direkt im Kreißsaal unter der 2710 an, tagsüber unter der Woche, und vereinbart einen Termin mit ihr. Es macht Sinn, dass man sich so spätestens in der 30. Schwangerschaftswoche um einen Termin kümmert, weil wir doch recht gut zu tun haben und recht gut ausgebucht sind, auch in den Sprechstunden. Die findet jeden Tag statt.
Aber dennoch macht schon Sinn, man ruft so 4 bis 6 Wochen, bevor man den Termin gerne hätte, ruft man an oder macht diese Meldung, damit man dann auch einen Termin bekommt. Bei der Geburtsplanung ist es so, das ist jetzt auch nicht zwingend erforderlich. Die Mutterschaftsrichtlinien, die sehen das ja so vor, dass man sich in der Geburtsklinik seiner Wahl einmal vorstellen kann. Wir finden das auch nicht so schlecht, weil dann haben wir eure digitale Akte einmal angelegt, nehmen euren Mutterpass auf. Und das besteht dann einmal aus einem Teil Hebammengespräch und Aufnahme und Füttern auch unserer Dokumentationssysteme mit euren Infos und euren Dingen aus der Schwangerschaft. Und dann haben wir ein ärztliches Gespräch. Ich betreue die Geburtsplanungssprechstunde in aller Regel selber mit oder eine meiner Oberärztin vertritt mich, wenn ich mal nicht da bin, plus Assistenzärztin, und da gehört dann halt auch nochmal ein Ultraschall dazu, den wir anbieten und normalerweise auch nochmal machen, um das Kind einmal zu vermessen und danach zu schauen. Ansonsten kann man da natürlich auch Wünsche äußern, die wir dann aufschreiben, damit die diensthabenden Hebammen, wenn ihr zur Geburt kommt, schon so ein bisschen vorgebahnt sind. Und der Vorteil ist auch für euch, ihr müsst euch dann, wenn ihr zur Geburt kommt, nicht noch lange mit viel Fragen und Frage- und Antwortspiel aufhalten, und wir wissen dann schon einiges und man kann sich direkt so auf die Geburt konzentrieren. Auch eine Anmeldung nur bei unseren Hebammen ist möglich. Wir sind gerade dabei, auch die Hebammensprechstunde auszubauen oder einzurichten. Also wenn jemand sagt, er muss jetzt keinen Arzt sehen, die Schwangerschaft verlief unauffällig, ist es auch möglich, dann bei der Katja zu sagen, man möchte sich nur bei einer Hebamme anmelden. Das werden wir auch in der Zukunft noch weiter ausbauen, weil wir auch planen, einen Hebammenkreis halt hier bei uns zusätzlich einzurichten. Das heißt, es sind keine anderen Räumlichkeiten, aber das sind Geburten, die dann tatsächlich nur rein hebammengeleitet laufen werden. Da sind wir jetzt aber in den Anfängen. Und da werden wir euch auf dem Laufenden halten, wann das losgeht. Aber das ist auch in Planung, dass man dann bei einer unauffälligen Schwangerschaft, nachdem man dann geschaut hat, gibt es da Ausschlusskriterien oder nicht und auch Vorstellungen hier vorher bei den Hebammen, dass dann geguckt wird, ob man rein hebammengeleitet zur Geburt kommen darf. Der größte Unterschied ist im Prinzip, dass der Arzt dann auch am Ende nicht dabei ist, dass dann normalerweise eine zweite Hebamme zum Ende hin dazukommt. Aber genau, ich will da jetzt noch nicht zu viel zu erzählen, weil aktuell ist es noch so, dass es immer ärztlich geleitet ist, wobei tatsächlich ihr in der Geburt auch jetzt schon sehr hebammengeleitet betreut werdet und wir uns auch gerne im Hintergrund halten, wenn alles unauffällig läuft. Aber es kommt bei uns immer am Ende dann ein Arzt zur Geburt dazu, zum Helfen. Genau. Und natürlich, wenn irgendwas nicht gut läuft, dafür sind wir natürlich dann auch da, dann zu helfen und aufzupassen. So, ich nehme mal kurz einen Schluck. Genau. Ansonsten vor der Geburt ist es so, dass ich allen empfehlen kann, sich schnell oder noch frühzeitig um eine Vorsorge und oder vor allem um eine Nachsorgehebamme zu kümmern. Wenn jemand Interesse an einer Beleggeburt bei uns hat, dann müsstet ihr euch an die Isis-Hebammenpraxis in Bochum wenden, an die Heike Paunova, die dort, die hier bei uns schon seit längerer Zeit Beleggeburten durchführt. Hier können wir ein bisschen schneller drüber weggehen, weil halt leider Corona-bedingt im Moment viele unserer Angebote nicht wirklich stattfinden können. Geburtsvorbereitungskurse finden weiterhin statt, jetzt auch demnächst wieder in Präsenz. Also die Crashkurse mit Shari am Wochenende, die sind schon in Präsenz. Und der nächste Kurs von der Hebamme Lara, der wochenweise über 6 Wochen läuft, der ist auch in Präsenz. Aber da ist sie, glaube ich, jetzt im Juli ausgebucht. Und dann irgendwie im September waren, glaube ich, wieder Termine. Also wenn jetzt Leute zugucken, die noch nicht so weit sind in der Schwangerschaft, dann schaut auch über unsere Homepage, da könnt ihr euch für die Geburtsvorbereitungskurse dann anmelden. Die Babymassage, das ist dann erst nach der Geburt irgendwann, die läuft im Moment online mit der Diana. Rückbildung mit der Hebamme Heike läuft auch aktuell online. Und was sonst halt immer sehr gut besucht war, war unser Stilltreff, den wir wöchentlich angeboten haben. Da hoffen wir, dass wir den jetzt bald wieder einrichten können. Der war immer am Dienstag, fand der statt. Jede Woche war gut besucht von unserer Laktationsberaterin, der Agnes, wird der geleitet. Und
da schauen wir mal auch mit den anderen Dingen, dass wir da jetzt bald wieder ein bisschen mehr Angebot machen können, Corona-bedingt. Ja, wir haben da einiges in Planung, aber müssen uns halt noch ein bisschen gedulden, bis das dann wieder funktioniert. Ansonsten, kurz zur Klinik. Es ist so, dass wir eine Geburtsklinik sind und dass wir auch uns das, denke ich, auszeichnet. Was erstmal der Hauptunterschied ist, Geburtsklinik und Perinatalzentrum ist, dass bei uns reife Kinder auf die Welt kommen, also in der Regel ab der 36 plus 0 Schwangerschaftswoche Geburten erst bei uns vorgesehen sind, weil ab dem Zeitpunkt kindliche Anpassungsstörungen schon relativ selten vorkommen und die Kinder auch extrem selten einen Kinderarzt benötigen, wenn es gesunde Neugeborene sind. Wenn ihr frühzeitig Wehen entwickelt oder wenn ihr in der frühen Schwangerschaftswoche Erkrankungen entwickelt, wie eine Schwangerschaftsvergiftung oder dergleichen, dann ist das Perinatalzentrum euer Anlaufpunkt der richtige, weil dort halt auch die Kinderärzte 24 Stunden vor Ort sind und sich um die Frühchen besser kümmern können. Wir haben hier eine gute Kooperation mit dem Perinatalzentrum und mit der Neonatologie vom Elisabeth-Krankenhaus. Das ist nicht weit weg und können auch auf die Kinderärzte zurückgreifen. Aber die Frühchen, die sollen doch lieber dann doch dort vor Ort zur Welt kommen, weil dann ein Transport von so kleinen Babys auch nicht gut ist. Und da kann man sich dann besser vor Ort direkt darum kümmern. Genau, das ist erstmal so der Punkt, der Unterschied. Und dann ist es so, dass wir auch in gewisser Weise denken, dass es uns auszeichnet als Geburtsklinik, weil bei uns im Kreißsaal beispielsweise nicht so viele überwachungspflichtige Dinge ablaufen. Bei uns ist der Kreißsaal eigentlich der Ort, wo man das Baby auf die Welt bringt. Keine Intensivstation, nicht so viele Schwangerschaftsvergiftungen, wo man aufpassen muss, oder kranke Kinder, wo man vielleicht aufpassen muss. Nein, hier bei uns, da passen die Hebammen gut auf euch auf und wir gut auch auf die Kinder natürlich auf, aber man kommt halt zum Gebären in den Kreißsaal. Wir haben, das ist jetzt schon ein bisschen älter, diese Folie, mittlerweile über 1000 Geburten. Wir werden dieses Jahr, wenn es so weitergeht, eher so auf die 1200, 1100 mindestens, wenn nicht 1200 Geburten laufen. Also es ist sehr gut zu tun, hört sich auch viel an. Wenn man es denn dann runterrechnet auf den einzelnen Tag des Jahres, sind es dann irgendwie im Moment so im Schnitt 3, irgendwas Geburten am Tag hier bei uns. Und das leider nicht planbar, so dass wir auch Tage haben, wo mal 6, 7 oder 8 Kinder auf die Welt kommen und auch mal Tage, wo nur 1 auf die Welt kommt. Aber in der Regel verteilt es sich doch ganz gut und wir haben dann mit der Ausstattung, mit dem Personal, mit den Räumlichkeiten hier im Moment keine Probleme, irgendjemand euch unterzubekommen. Wir haben auch noch niemals jemanden wieder weggeschickt, weil wir voll waren. Und haben auch eine sehr gute Besetzung bei den Hebammen, haben da auch aufgestockt, haben in den letzten 2 Jahren viele neue Hebammen einstellen können. Und es sind in der Regel immer 2 Hebammen hier vor Ort. In der Nacht ist eine Hebamme vor Ort und eine im Rufdienst. Zusätzlich haben wir natürlich tagsüber auch noch Unterstützung, manchmal durch Hebammenstudentin von der Hochschule für Gesundheit, dann natürlich durch Katja, eine Krankenschwester, die da als Sekretärin arbeitet und auch viel mitmacht, natürlich keine Geburten, aber auch dann den Hebammen andere Arbeit abnimmt. Und dementsprechend ist das personell sehr gut aufgestellt. Und genau, zu so einem geburtshilflichen Team neben uns Ärzten, Oberärzten, gehören dann auch immer die Anästhesisten. Die darf man nicht vergessen, weil die auch häufig gebraucht werden, sei es für einen Kaiserschnitt, sei es für auch eine Periduralanästhesie oder Spinalanästhesie, also wenn ihr die Schmerzerleichterung dann im Kreißsaal vielleicht benötigt. Auf der Station nicht vergessen unsere lieben Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern, weil ein großer Teil des Aufenthalts dann doch auch auf der Station stattfindet nach der Geburt. Jetzt denkt man viel über die Geburt nach natürlich und was da auf einen zukommt, gerade wenn es das erste Kind ist, aber dann ein großer Teil, wenn ihr keine ambulante Geburt bei uns macht, dann findet auch nachher auf der Station statt und da habt ihr eine tolle Betreuung durch unser Pflegepersonal, die euch dann vor allem, was das Stillen angeht,
sehr gut beraten werden und euch da Hilfestellung geben werden und so, dass ihr dann gut gerüstet auch nach Hause gehen könnt in die Nachbetreuung der Hebamme, wenn ihr euch dann rechtzeitig darum gekümmert habt. Genau, wir schaffen es dann auch häufig mit der Geburtenzahl eine 1:1 Betreuung herzustellen. Nicht immer, aber eine 1:1, 1:2 Betreuung passt schon doch sehr, sehr häufig. Das heißt, die Hebammen haben dann auch in der Regel Zeit für euch und können euch in den verschiedenen Geburtsphasen Hilfestellung geben, Tipps geben und für euch da sein. Und klar, müssen die auch manchmal hin und her hüpfen und ein bisschen springen, aber mit den aktuellen Gegebenheiten, Zahlen ist das eigentlich so, dass die meisten sehr zufrieden sind, auch mit der Betreuungsintensität, sag ich mal. Genau, dann hier noch so ein paar kleine Einblicke. Ihr wisst, wir haben viele Videos schon reingestellt, hier Live-Stories zu verschiedensten Themen und auch ein Video, wo ich einmal so durch die Kreissäle gegangen bin im letzten Jahr und euch die gezeigt habe, so ein Zusammenschnitt. Also wer das nicht kennt, der kann einfach mal in unserem Archiv übers Profil sich da durchklicken. Hier ein paar kleine Eindrücke. Das war noch vor Corona, da durften noch ein paar mehr Leute hier im Kreissaalflur rumflitzen. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Und ja, dann ist es uns ein ganz großes Anliegen, einfach die Geburt erstmal so als das zu verstehen, was das ist, nämlich ein natürlicher Vorgang, den wir versuchen bestmöglich zu unterstützen, euch zu helfen, aber wenn es geht, auch unsere medizinischen Möglichkeiten, die wir natürlich hier haben, erstmal so ein bisschen nach hinten zu stellen und zu gucken, den natürlichen Geburtsprozess zu unterstützen, zu fördern. Und ja, vielleicht nicht gleich ein Medikament anzuhängen oder gleich eine Intervention zu starten. Vielleicht ganz kurz, will auch nicht, dass es heute wieder ausartet von der Länge, aber es ist ja so, dass ihr irgendwann in der Regel in Terminnähe zu Hause Wehen entwickeln werdet oder der Geburtsbeginn anstehen wird. Und da kann es halt sein, dass sich das auch schon über ein paar Tage ein bisschen anbahnen wird, dass man vielleicht abends schon mal ja ein paar Wehen spürt und denkt, oh, geht das jetzt schon los oder soll ich schon ins Krankenhaus? Und ja, dann das aber wieder abflacht und man das auch manchmal mehrere Tage hintereinander spürt. Also es ist nicht immer so, dass die Geburt von einer Sekunde auf die andere richtig beginnt, sondern häufig gibt es auch Vorzeichen, Anzeichen, dass es sich ja anbahnt und das ist halt so auch ein Tipp, wenn ihr was spürt und ihr denkt aber auch, ich kann mich jetzt gut unterhalten, ich finde es noch nicht so schlimm, das Ziehen im Bauch, dann vielleicht erstmal ein bisschen abwarten, ob es denn mehr wird, intensiver, ob die Wehen stärker werden, regelmäßiger werden. Und dann irgendwann für sich selber entscheiden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ins Krankenhaus zu kommen. Viele haben Angst, auch den Geburtsbeginn zu verpassen. Das ist eigentlich nicht möglich. Das ist extrem unwahrscheinlich. Gerade beim ersten Kind dauert die Geburt ja dann auch in der Regel einige Stunden. Und dann zu spät zu kommen, da muss man schon sehr tapfer sein. Also entweder geht's mit Geburtswehen los oder es geht eventuell auch mit einem Blasensprung los. Da haben wir auch ein Video zu gedreht. Also da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch wohlfühlt mit einem Blasensprung, also wenn ihr merkt, es fließt Fruchtwasser über die Vagina ab und das sieht klar aus, ihr spürt euer Baby gut im Bauch und habt noch keine Wehen, dann ist es empfohlen oder empfehlen wir innerhalb von 12 Stunden, dass ihr euch bei uns vorstellt. Also ihr müsst nicht diese 12 Stunden ausreizen und so lange zu Hause warten, aber ihr könntet es und es gibt keinen Grund, mit einem Blasensprung schon nach 10 Minuten hier aufzuschlagen und es gibt bestimmt keinen Grund, bei einem Blasensprung den Krankenwagen zu rufen und mit dem Krankenwagen hier aufzuschlagen. Also ohne Wehen, Fruchtwasser geht ab, das Kind ist zwar dann nicht mehr in seiner schützenden Hülle, irgendwann kann das auch vielleicht problematisch werden, aber nicht initial sofort. Man hat Zeit und in einer entspannten Umgebung zu Hause ist es auch schön. Also wenn ihr gut euch wohlfühlt, dürft ihr dann gerne auch diese 12 Stunden erstmal zu Hause warten.
Ja, wie es dann ist, wenn ihr reinkommt, habe ich ja bei der Corona-Geschichte am Anfang schon ein bisschen was zu erzählt. Also nochmal kurz, wer jetzt sich später zugeschaltet hat, ihr geht einfach durch den Haupteingang unten. Auch da haben wir ein Video zugedreht, wo die Frau Bürgel einmal zeigt, wie man von unten bei uns zum Kreißsaal kommt. Und kommt einmal alleine rein, meldet euch dann alleine am Kreißsaal und dann wird die Hebamme euch aufnehmen. Und je nach Situation, ob es jetzt Wehen sind, ob es ein Blasensprung ist, ob das klar ist oder unklar ist, euch eventuell auch untersuchen. Beim Blasensprung untersuchen wir nicht zwingend vaginal. Wenn der offensichtlich ist, dann guckt man halt einmal nach, geht da Fruchtwasser ab. Wenn das ganz eindeutig ist, dann verzichten wir auf eine vaginale Untersuchung. Und wenn es unklar ist, es gibt auch mal Blasensprünge, wo der Riss der Fruchtblase nicht unten ist, sondern irgendwo im oberen Bereich ein kleiner Riss und es so tröpfchenweise ist. Und wenn ihr euch da unsicher seid, dann halt auch kommen, dann können wir das hier testen. Dann gibt es so einen kleinen Tupfer, mit dem man in der Vagina hinten dann Fruchtwasser nachweisen kann oder auch nicht. Meistens ist ein Blasensprung aber eindeutig. Und genau, dann würde die Hebamme, wenn sie mit euch beschließt, euch aufzunehmen, einmal unten Bescheid sagen, dann, dass euer Partner, euer Partnerin auch mit hochkommen darf zu uns. Und häufig oder sehr häufig ist es so, auch wenn ihr mit Wehen bei uns aufschlagt und vielleicht dann einmal auch getastet wird und geguckt wird, dann ist der Muttermund gerade beim ersten Kind meistens dennoch noch nicht ganz weit geöffnet. Es hat sich vielleicht schon ein bisschen was getan, aber nicht enttäuscht sein. Wenn die Hebamme dann sagt, hör, das sind jetzt irgendwie 1 bis 2 Finger, mit denen ich da reinkomme, es ist noch nicht ganz weit auf, es geht auch halt da nicht nur um die Muttermundsöffnung, sondern es geht auch um andere Dinge, wo der Muttermund steht, ob der schon verkürzt ist, ob der weich ist und solche Dinge. Und da tut sich auch mit leichteren Wehen in dieser frühen Eröffnungsphase doch schon einiges. Und ja, aber in so einer frühen Phase bleibt ihr dann in der Regel halt auch nicht bei uns sofort im Kreißsaal, sondern dürft aufs Zimmer und dann trifft man meistens seine Begleitung erstmal auf dem Zimmer und kann sich da ein bisschen einrichten. Ja, und kann dann gucken, wie lange man es da aushält und wenn es mehr wird und man mehr Hilfe braucht, kommt man zurück in den Kreißsaal. Oder die Hebamme sagt auch, dass man vielleicht dann nach 2, 3 Stunden doch nochmal nach dem Kindchen gucken sollte. In der frühen Eröffnungsperiode ist es gar nicht so unbedingt vorgeschrieben, dauernd jetzt da nach dem Kind zu schauen, CTG zu schreiben. Wir machen bei Ankunft in der Regel ein kurzes CTG von 20 Minuten bis halbe Stunde, wenn das in Ordnung ist. Dann in der frühen Eröffnungsperiode kann man sogar gänzlich darauf verzichten, auf weitere Kontrollen der Herztöne. Und wenn es aber dann in die aktive Geburtsphase geht, da sprechen wir bei 4 bis 6 Zentimeter Muttermundseröffnung dann davon, da guckt man dann doch in der Regel etwas häufiger. Dann kommt es ein bisschen auf die Intensität eurer Betreuung hier an, wie die Hebamme Zeit hat. Wenn sie wirklich eine 1:1 Betreuung machen kann, dann ist es auch möglich, dass man immer mal wieder nur kurz nach den Herztönen schaut. Da haben wir auch schon einiges zu erzählt zu der neuen Leitlinie. Und ansonsten sind das dann halt so 20-minütige CTGs, die man zwischendurch schreibt, intermittierend. Also auch in der aktiven Geburtsperiode muss man nicht kontinuierlich ein CTG schreiben. Es gibt Situationen und Geburten, da tun wir das. Wenn halt auch Auffälligkeiten sind, dass man da mal länger nach dem Kindchen schauen muss. Aber wenn alles normal läuft, dann halt nicht. Was wir nicht unbedingt machen, ist, wenn ihr kommt, euch direkt einen intravenösen Zugang zu legen in die Vene. Wir nehmen allen hier einmal Blut ab am Anfang der Geburt und die Hebamme bietet dann auch an, diese Blutentnahme über einen Zugang zu machen. Dann hat man den schon und muss nicht nochmal gepiekst werden. Andererseits finden das auch viele nicht so angenehm, mit so einer kleinen Plastikkanüle irgendwo in der Hand oder in der Ellenbeuge rumzurennen. Und so machen wir dann, bieten wir das zwar an, aber wenn ihr sagt, nee, ihr möchtet nur diese Blutentnahme am Anfang, dann kann man da auch drauf verzichten, weil sollte eure Geburt ganz gut verlaufen und ihr da gut durchkommen und wir nichts euch über die Vene geben müssen und auch kein Schmerzmittelbedarf ist, den man so natürlich auch geben kann, zum Beispiel, oder Flüssigkeit oder dergleichen, dann ist es auch möglich, dass man die ganze Geburt halt ohne so einen Zugang ablaufen lässt. Aber ein relativ großer Anteil braucht ja doch ein bisschen Unterstützung, deswegen kommt ihr auch zu uns und braucht vielleicht doch ein stärkeres Schmerzmittel mal oder braucht eine PDA oder dergleichen. Und dann gibt es schon auch einige Gründe, wo so ein Zugang natürlich
gemacht werden muss oder auch von Vorteil dann einfach ist. Genau, also das so ein bisschen nochmal kurz, diese frühe Geburtsphase kann sich sehr lange hinziehen. Das ist auch eine Phase, die man gut noch zu Hause meistern kann. Die frühe Eröffnungsperiode, die aktive Eröffnungsperiode ist dann meistens irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr wirklich dauerhaft im Kreißsaal verbleibt. Also man, wie gesagt, man spricht davon, wenn der Muttermund 4 bis 6 Zentimeter geöffnet ist. Und dann geht es halt weiter und die Muttermundsöffnung ist jetzt nicht stringent irgendwie 1 Zentimeter pro Stunde, sondern da gibt es halt ganz unterschiedliche Verläufe in den Geburten. Beim ersten Kind dauert es leider ein paar Stunden, bis der Muttermund sich ganz öffnet, aber es gibt durchaus Geburten, da ist es sehr lange irgendwo bei einer geringen Öffnung und dann plötzlich geht es innerhalb von einer Stunde doch irgendwie schneller und der Muttermund geht von 4 auf 8 auf einmal. Oder also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben viel Zeit. Die neuen Leitlinien gibt uns auch viel Zeit. Man hat viel Geduld mit euch. Man muss nicht sofort wehenfördernde Medikamente geben und dergleichen. Irgendwann gibt es natürlich diese Situation, dass wir auch mal feststellen, es ist eine schleppende Geburt. Wir können euch unterstützen, wir sollten was machen. Aber man muss gerade beim ersten Kind halt auch einfach wissen, so eine Geburt kann ein bisschen dauern. Ganz davon abhängig, wie lange das dauert, ist auch natürlich dann die Gefahr, oder nicht Gefahr ist der falsche Ausdruck, aber ob ihr vielleicht eine PDA braucht oder ein anderes Schmerzmittel, ein starkes Schmerzmittel, was man natürlich vorher erstmal versuchen würde, bevor man eine PDA dann im Geburtsverlauf legt. Das ist jederzeit möglich, die zu legen. Wir können 24 Stunden unsere Anästhesisten hier anrufen. Und die sind auch in der Regel recht schnell bei uns im Kreißsaal. Es kann natürlich mal sein, dass nachts vielleicht eine Not-OP ist und die Anästhesisten auch im OP gebraucht werden und man dann doch mal ein paar Minuten auf die PDA wartet. Aber im Schnitt sind die innerhalb von einer Viertelstunde hier bei uns im Kreißsaal und helfen euch dann auch, falls die PDA notwendig sein sollte. Genau, und durchschnittlich, sage ich mal, beim ersten Kind ist es zum Glück jetzt nicht 18 Stunden oder 20 Stunden, aber je nachdem, wie lange dieses Vorgeplänkel der Geburt gedauert hat oder vielleicht war es auch nur ein Blasensprung, erstmal noch keine Wehen und bis dann das Baby kommt, kann es sich schon hinziehen. So aktive Geburtswehen im Durchschnitt sind halt eher so 6 Stunden beim ersten Kind, 6 bis 8 Stunden, bis das auf der Welt ist. Das ist aber der Durchschnitt und deswegen gibt es halt auch deutlich längere Verläufe und wenn man Glück hat, auch mal einen kürzeren Verlauf. Wenn ihr schon einige Kinder bekommen habt, dann ist es meistens so, leider auch nicht immer, aber meistens so, dass die Geburt von Baby zu Baby schneller geht, die einzelnen Geburtsphasen schneller ablaufen. Und dann man, auch wenn man beim ersten Kind eine sehr, sehr lange Geburt hat, doch darauf hoffen kann, dass es dann bei einer Folgegeburt mal ein bisschen einfacher wird oder zumindest schneller geht. Dann noch wichtig, ihr habt sicherlich auch ein bisschen Respekt oder Sorgen vor den Schmerzen, die dann vielleicht kommen. Jeder empfindet das anders, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden, aber ihr werdet nicht die ganze Geburt lang einen Dauerschmerz haben, sondern die Wehen bauen sich auf, die sind eine Minute bis anderthalb Minuten, baut die sich auf und geht wieder weg wie so eine Welle. Und dann hat man eine Pause und die Pause ist auch in der Regel erstmal am Anfang recht lang noch und so, man hat jetzt bei einer 6-Stunden-Geburt nicht 6 Stunden Dauerschmerzen, sondern man hat halt viel mehr Pausen dazwischen und die muss man nutzen und sich entspannen und dann kann man auch normalerweise sich noch ganz gut unterhalten, wenn man da drauf Lust hat. Wir können uns mit euch unterhalten und die Hebammen und so kann man das doch ganz gut durchstehen. Das ist halt schon ein Marathon oder auch ein bisschen länger als ein Marathonlauf, aber immer mit ordentlich Pausen dazwischen. Am Ende der Geburt, wenn wir jetzt nochmal zu dieser Eröffnungsphase kommen, also gerade wenn der Muttermund schon relativ weit geöffnet ist, dann ist es häufig so, dass die Wehen danach, bevor der sich vollständig öffnet, nochmal ein bisschen schneller hintereinander kommen, ein bisschen intensiver und einfach häufiger sind. Das ist dann auch auf einen Punkt, wo manche dann doch noch mal ein bisschen mehr Hilfe brauchen oder auch nur nach einer PDA sich noch mal umhören. Genau. Und wenn das dann
diese Eröffnung geschafft ist, wo die Wehen kommen und gehen oder die Welle kommt und die Welle wieder geht, und man dann in die letzte Phase übergeht, das nennen wir Austrittsperiode. Da geht es halt dann darum, wie dass dann noch das Baby in der Regel ja mit dem Köpfchen voran sich durchs Becken durchdreht und dann irgendwann geboren wird. Und auch in der Phase hat man erstmal noch ein bisschen Zeit. Geht es erstmal darum, dass das Köpfchen noch weiter rutscht, weiter nach unten rutscht. Dann liegt quasi zwischen dem, also der Enddarm liegt direkt hinter der Vagina und das Köpfchen, wenn es dann tiefer in die Vagina rutscht, ich habe jetzt heute kein Modell dabei, dann drückt es auch auf Rezeptoren hinten am Darm und dann entwickelt man automatisch irgendwann auch ein Mitschiebe- oder Pressdrang, wo man dann das Gefühl hat, doch ein bisschen mitdrücken zu müssen. Und da, den kann man dann auch ein bisschen nachgeben, aber man muss nicht auf Teufel komm raus sofort, wenn der Muttermund ganz geöffnet ist, das Baby rauspressen, sondern man darf sich dann auch ein bisschen Zeit geben und das langsam ablaufen lassen und gut dann auch auf die Hebamme hören und seinem Gefühl nachgeben. Und dann rutscht das Köpfchen halt tiefer und tiefer. Irgendwann wird der Mitschiebedrang auch mehr. Kann auch sein, dass unsere Hebammen euch dann ein bisschen mehr motivieren irgendwann und euch auch dann gut anleiten. Und da ist es gut, wenn ihr gut auf die hört, auch in der ganzen Anstrengung versucht, auf die Hebamme zu hören, die für die Männer, die vielleicht zugucken, auch als Tipp, wenn die Hebamme da Anweisungen gibt, dann die nicht übertönen, weil viele Männer auch ganz gerne dann mit anfeuern. Ist auch alles schön, aber schauen, dass ihr die Hebamme nicht übertönt, dass eure Frau dann auch alles noch hört quasi. Ja, und dann irgendwann ist es geschafft, das Baby wird geboren über die Vagina und zunächst mit dem Köpfchen. Selten beim ersten Kind, dass es so in einem sofort durchrutscht. Meistens kommt erst der Kopf und dann häufig wartet man eine Wehe ab und mit der nächsten Wehe kommt dann der Körper, die Schultern und der ganze Körper. Und jetzt haben viele natürlich auch ein bisschen Sorge vor dieser Austrittsperiode, vor dem letzten Teil, vor der Geburt an sich, vor den Schmerzen da. Es ist nicht immer so, aber es gibt auch einige, die sagen, dass es in der Austrittsperiode auch ein bisschen eine Erleichterung ist, wenn man dann aktiv wird, wenn man mitschiebt und was macht, weil vorher muss man sich halt anderweitig ablenken, muss halt irgendwie gucken, wie man damit klarkommt, dass die Wehen kommen und gehen. Man kann sie nicht abstellen und am Ende ist man dann auch aktiver und kann dann ordentlich auch mitmachen und das empfinden dann auch viele als Erleichterung und freuen sich dann auch, dass das Baby dann gleich da ist. Der beste Dammschutz ist, wenn die letzte Phase langsam abläuft, wenn das Baby nicht durch das weiche Gewebe des Beckenbodens ganz schnell durchrast. Das heißt, wenn die Hebamme am Ende dann auch sagt, obwohl ihr einen Mitschiebedrang habt, vielleicht sagt, ihr sollt jetzt mal einmal atmen oder hecheln und nicht so kräftig mitschieben, oder man halt auch den Kopf schon wirklich zu großen Teilen sieht, dann ist es ganz gut, auf die Hebamme halt einfach Acht zu geben und ja, zu versuchen, nicht mitzuschieben. Wenn es langsam abläuft, gibt es deutlich seltener Geburtsverletzung. Dann ist das Baby geboren, je nachdem, in welcher Position ihr euch befunden habt. Da habt ihr natürlich vorher auch die freie Wahl, auch schon im vorherigen Geburtsverlauf. Solltet ihr euch immer die Position suchen, die euch am liebsten ist. Viele finden aufrechte Geburtspositionen, gerade auch am Anfang angenehm, sich zu bewegen, aufrecht zu sein, können die Wehen besser ertragen in aufrechten Geburtspositionen. Aber das ist auch kein Dogma. Ja? Also wenn jemand gerne liegt und es lieber im Liegen aushält, dann ist es auch in Ordnung. Ist für die Physiologie und das Rutschen des Babys vielleicht nicht immer das Optimalste, aber es gibt auch durchaus manchmal Patientinnen hier oder Frauen, die auch das im Liegen besser ertragen können. Aber ansonsten gerne viel bewegen, die Position einnehmen, die ihr wollt und auch am Ende in der Austrittsperiode dann mit der Hebamme bei uns zusammen gucken, welche Position euch am besten gefällt, wo es vielleicht auch am leichtesten fällt, mitzudrücken, wo es gut rutscht. Und das können aufrechte Positionen natürlich sein, weil da die Schwerkraft mithilft. Aber es gibt auch doch einige Geburten, wo ich jetzt schon dabei war, oder viele Geburten, wo man auch auf dem Hocker war, in einer aufrechten Position
Und da dann irgendwie der Geburtsfortschritt nachließ und man dann festgestellt hat, oder wir festgestellt haben, wenn wir dann probiert haben, die Patientin auf die Seite oder sogar auf den Rücken zu legen und sie dann mitgeschoben hat, dass sie da vielleicht doch mehr Gefühl für hat. Also auch da nicht dogmatisch sein. Klar, alternative aufrechte Positionen haben ihre Vorteile, aber es ist nicht immer so, wie es in den Büchern steht oder manche das erzählen. Also manchmal ist es auch in der Seitenlage für manche einfacher, das Baby rauszuschieben. Ja, genau. Das nochmal kurz dazu. Dann vielleicht auch nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich viele Alternativen. PDA habe ich jetzt schon ein paar Mal was zu gesagt, aber man fängt nicht mit einer PDA an. Wenn man eine Schmerztherapie machen möchte, dann fängt das im Prinzip erstmal mit Alternativen an am Anfang. Das kann ein Entspannungsbad sein, das kann Aromatherapie sein, was wir jetzt auch sehr viel machen mit verschiedenen Düften hier, Lavendelöl, Massagen oder Zitrusdüfte, die auch anregend sind. Die mag ich ganz gerne, wenn ich reinkomme und es so nach Orange oder Zitrus riecht, finde ich schöner als Lavendel. Ich bin nicht so der Lavendelfreund, aber das ist halt beruhigend auch. Solche Dinge kann man machen. Wir haben so ein Tensgerät, das ist so ein Massagegerät, was man auf den Rücken kleben kann mit so Elektroden als leichtere Form. Musik ist toll. Wir haben hier überall Radios. Wir bekommen jetzt demnächst überall die Möglichkeit, dass ihr euch über Bluetooth bei uns in unsere Boxen, die ihr auch über mir am Kopf seht, die wir in jedem Kreißsaal haben, dann einloggen könnt, eigene Musik mitbringen könnt. Also auch das ist schön und ablenkend, so ein bisschen eine eigene Playlist dabei zu haben. Und ja, so hat man auch gerade, was diese ersten Phasen angeht, über diese Alternativen gute Möglichkeiten, da sehr, sehr gut einfach auch durchzukommen und muss nicht sofort mit der chemischen Keule und den Medikamenten anfangen. Wenn das dann benötigt wird, weil ihr es nicht gut ertragt, dann gibt es klassische Schmerzmittel, einfache Paracetamol, Buscopan, solche Dinge, die aber dann auch nicht so stark sind, muss man sagen, vielleicht nicht so richtig viel helfen. Dann gibt es eine Morphin, was man geben kann in der Geburt, was aber auch Nebenwirkungen hat, wie dass man davon ein bisschen müde wird, vielleicht damit auch nochmal schlafen kann, aber auch Übelkeit kann das hervorrufen. Dann kann man auch ein Medikament gegen die Übelkeit natürlich wieder geben, was aber auch ein bisschen müde macht und dusselig, aber dieses Meptid ansonsten ist eigentlich eine ganz klasse Sache, dass es dieses Morphin gibt, weil das wirklich ein starkes Schmerzmittel ist, was auch so manche PDA dann auch manchmal vermeidet. Und neben der Periduralanästhesie, die dann, zu der ich ja schon was gesagt habe, gibt es auch die Möglichkeit, eine Spinalanästhesie zu machen. Das ist ein ähnliches Verfahren über den Rücken, aber man hat dann nicht einen kleinen Plastikkatheter im Rücken liegen, sondern man bekommt einmalig was gegeben in den Rücken und es wirkt dann für 2 bis 3 Stunden und es ist nur ein Schmerzmittel. Das heißt, es macht keine motorischen Einschränkungen bei euch. Die PDA, die kann beim einen mehr, beim anderen weniger motorische Einschränkungen machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere PDA nochmal wieder zu verbessern. Da freue ich mich sehr darüber, dass unser Apotheker demnächst diese PDA-Mischung, das Lokalanästhetikum, was da die Betäubung bei der PDA macht, für uns zusammenmischen kann in einer anderen Dosierung. Dann wird es bei uns noch mehr Walking-PDA wahrscheinlich sein. Aber es ist individuell auch unterschiedlich. Also Walking-PDA heißt, man hat eine gute schmerzstillende Wirkung, aber man kann sich trotzdem noch sehr gut bewegen. Das ist im Moment auch schon häufig möglich, gerade am Anfang. Aber wenn die PDAs sehr lange liegen und lange laufen, über mehrere Stunden, dann nimmt doch oft auch die Kraft in den Beinen, die Beweglichkeit ab, weil die Nervenfasern, die betäubt sind, nicht nur die sind, die die Schmerzen weiterleiten, sondern auch die, die für die Beweglichkeit in den Beinen verantwortlich sind. Aber da werden wir jetzt nochmal eine kleine Anpassung in der nächsten Zeit, sehr zeitnah vornehmen und das, glaube ich, dann nochmal ein bisschen verbessern, dass wir noch seltener Frauen haben, die mit einer PDA so gar nicht mehr gut ihre Beine bewegen können. Genau, die Spinalanästhesie ansonsten für die letzte Phase der Geburt natürlich dann, weil sie nur so 2 bis 3 Stunden wirkt. Aber wenn man sehr spät was haben möchte, dann ist es eine gute Alternative zur PDA. So, und jetzt nochmal zum Ende der Geburt. Das Baby wird dann geboren. Es liegt vor euch, unter euch oder hinter euch, je nachdem, welche Geburtsposition es war. Es muss nicht initial sofort wie am Spieß schreien. Manche Schreihälse tun das gleich mit der Kopfgeburt, dass sie schon schreien wollen. Aber eine Geburt ist natürlich auch ein bisschen Stress fürs Baby. Und dann ist es auch durchaus vertretbar, wenn das Baby sich ein bisschen adaptieren muss. Und deswegen keine Sorge, nicht denken, das Baby hat irgendwie ein großes Problem, wenn es nicht nach 5 Sekunden gleich anfängt zu schreien. Das ist bei euch an der Nabelschnur, die ja noch mit dem Mutterkuchen im Bauch ist. Das wird da auch immer noch drüber versorgt und wir geben es euch dann in der Regel an oder ihr nehmt das Baby selber hoch und dann kommt es zum Kuscheln bei euch
auf die Brust, auf die nackte Haut und meistens spätestens, wenn man es dann hochnimmt, dann findet es doch ein bisschen ungemütlich, weil im Bauch war es schön warm und dunkel und angenehm und dann ist es doch alles ein bisschen ja, heller und mehr Platz und auch ein bisschen kälter als im Bauch und dann mögen die das nicht so gerne und fangen dann gerne an zu schreien. Wenn sie dann aber bei euch zum Kuscheln sind, dann ist es sehr, sehr oft auch so, dass sie sich sehr schnell wieder beruhigen. Leider gibt es, oder ist auch schön, wir freuen uns immer, wenn die Kinder gut schreien am Anfang, aber es gibt natürlich auch welche, die beruhigen sich nicht so schnell. Da ist jeder ein bisschen anders, genau, wie wir auch alle. Ja, und dann ist es so, die Nabelschnur lassen wir grundsätzlich auspulsieren. Nach der Geburt des Babys beginnt die Nachgeburtsperiode. Und die kann so 30 bis 60 Minuten dauern theoretisch. Da geht es halt um die Geburt der Plazenta und des Mutterkuchens. Und wir wählen hier in der Regel kein aktives Management der Nachgeburtsperiode, außer wenn deutliche Risiken dafür da sind, dass man halt stark nachbluten könnte oder so. Dann machen wir es auch mal aktiv. Meistens machen wir es relativ passiv. Das heißt, wir lassen die Nabelschnur auspulsieren. Wir tasten den Puls an der Nabelschnur beziehungsweise die Hebamme. Und das, wenn dann kein Puls mehr zu fühlen ist, dann Nabeln wird abgenabelt. Das Abnabeln macht in der Regel der Papa, wenn er denn möchte, und ist dann auch gut eingebunden, weil ab dem Zeitpunkt ist dann das Baby auf sich alleine gestellt, auf den eigenen Kreislauf und hat nicht mehr die Unterstützung über den Mutterkuchen und die Plazenta. Warum spätes Abnabeln? Ich sage mal so, für ein reifes Kind, wie sie bei uns kommen, ist es jetzt nicht so zwingend ein riesengroßer Unterschied, aber man muss sich vorstellen, dass in der Plazenta, in der Nabelschnur, in der Gebärmutter so 30-40% des Blutvolumens, also des ganzen Kreislaufes ist. Das ist ja ein Kreislauf mit dem Baby, wo das Blut halt zirkuliert und wenn man halt spät abnabelt, dann bekommt das Baby noch ein bisschen Bonus von seinem eigenen Blut mit und deswegen ist das auch so unsere Philosophie, das dem Baby zu geben. Und ja, das kann 5 Minuten, 10 Minuten, auch mal 20, 25 Minuten sein. Es gibt auch Frauen, die wünschen sich, dass wir gar nicht abnabeln. Hatte ich heute auch eine Patientin in der Geburtsplanung. Das kann man dann auch mit mir besprechen, dass man halt wirklich ein richtig passives Management macht. Eine Art Lotusgeburt, dass man halt einfach die Nabelschnur dran lässt und die Plazenta-Geburt wirklich abwartet, bis die Plazenta geboren ist und dann abnabelt. Ansonsten richtige Lotusgeburt wäre dann sogar gar nicht abzunabeln und zu warten, bis das abfällt mit der Plazenta zusammen. Das ist jetzt hier selten oder glaube ich noch nie hat das jemand hier gemacht und das kann man auch mich fragen, würde ich jetzt auch wahrscheinlich erlauben, aber finde ich so den Sinn, die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht. Aber auch das ist halt möglich, dass man das Abnabeln auf ganz spät verschiebt. Man muss nur wissen, wenn man sehr passives Management in dieser Nachgeburtsperiode wählt, dann ist es nachgewiesenerweise so schon, dass man ein bisschen höheres Risiko für einen höheren Blutverlust hat. Und man muss halt jederzeit, wir Ärzte und Hebammen müssen halt jederzeit gefasst sein, auch in aktives Management umschwenken zu können. Weil der Blutverlust doch statistisch gesehen etwas höher ist, wenn man es ganz passiv macht und die Gefahr, dass der HB-Werte, die roten Blutkörperchen, mehr fallen, auch höher ist. In der Regel nicht so stark, dass es lebensbedrohlich wird, aber wenn wir Anzeichen haben einer stärkeren Blutung, dann kann es auch mal sein, dass man schnell abnabelt, dass man doch Oxytocin standardmäßig, also Oxytocin gibt, was wir halt standardmäßig normalerweise nicht tun und das so begleitet. Vor der Plazenta-Geburt an sich keine Angst haben, der Mutterkuchen ist ganz weich und ist nicht vergleichbar mit der Kindsgeburt. Wahrscheinlich habt ihr noch mal ein Ziehen im Bauch, vielleicht habt ihr dann auch das Baby schon mal angelegt und Oxytocin wird ausgeschüttet, die Gebärmutter zieht sich zusammen und der Mutterkuchen kommt entweder durch ein leichtes Mitschieben von euch von alleine auf die Welt oder die Hebamme hilft so ein bisschen durch leichten Zug an der Nabelschnur, dass sie dann geboren wird. Danach zeigen wir euch die gerne, wenn ihr die sehen wollt. Müsst ihr nicht, genauso wie der Papa auch die Nabelschnur nicht durchschneiden muss, aber wir bieten es halt allen auch an. Die meisten nehmen es auch gerne an. Und der Mutterkuchen, genau, der dürft ihr auch mitnehmen, wenn ihr wollt. Alles damit veranstalten, wo ihr Lust drauf habt. Ansonsten kommt er bei uns in die Kühltruhe und wird entsorgt. Und danach kommt dann nochmal so unsere ärztliche Aufgabe, dass wir einmal eure Geburtsverletzungen inspizieren, wenn denn welche da sind, und die dann auch versorgen. Da habt ihr dann aber die ganze Zeit das Baby bei euch, das kuschelt, das freut sich über die Wärme der Haut, das freut sich, dass es euch riechen kann, auf kurze Distanz auch schon ein bisschen was sehen kann
und den Herzschlag wieder hören kann. Und während ihr euch dann aufreut und entspannt seid, müssen wir dann diesen ein bisschen unangenehmen Teil der Naht manchmal doch noch machen. In der Regel sind es keine dramatischen Geburtsverletzungen. Und wir betäuben es natürlich. Also wenn eine PDA liegt, kann man die meistens häufig benutzen, wenn die gut wirkt. Und muss gar nicht zusätzlich betäuben. Wenn keine PDA da ist, dann gibt es ordentlich lokales Betäubungsmittel und dann ist es auch in der Regel erträglich, diese Naht der Geburtsverletzung, wenn denn welche da sind. Ja, danach ist es so, dass man im Kreis danach überwacht wird und mindestens erstmal eine Stunde das Bonding ist. Im Rahmen des Bondings auch ihr das erste Mal das Baby anlegen sollt an die Brust. Vielleicht sucht es dann selber schon die Brustwarze. Wir helfen aber auch gerne, die Hebammen helfen auch gerne dann beim ersten Anlegen. Aber das sollte immer dazugehören, wenn ihr stillen möchtet. Und das wollen die allermeisten und es klappt auch bei den allermeisten. Und der Grundstein wird halt einfach dann schon gelegt durch die Bonding-Phase und das erste Anlegen dann hier bei uns im Kreis. Die U1 macht man so einen Teil auf der Haut bei euch. Also man guckt sich das Kind natürlich auch kontinuierlich an. Wir bestimmen den Abgarwert. Wir machen einen Nabelschnur-pH-Wert, den wir abnehmen. Messen und wiegen tun wir aber noch nicht, weil das Baby soll erstmal bei euch bleiben und das machen wir dann am Ende der Überwachungsbonding-Phase im Kreis, also nach einer Stunde ungefähr frühestens wird dann das Baby nochmal einmal auf die Waage gelegt, nochmal einmal von oben bis unten kurz angeguckt und Kopfumfang gemessen, Länge gemessen und dann kommt es wieder zurück zu euch oder auch mal zum Papa, wenn der möchte und dann werdet ihr auf die Station verlegt und auch gerne mit dem Baby erstmal zusammen. Die Kinderkrankenschwestern nehmen das Kind dann bei euch im Zimmer auf. Kann mal sein, wenn ihr da auch mit einverstanden seid, dass wir das Baby kurz durchs Neugeborenenzimmer einmal schieben, da aufnehmen. Wir müssen es nicht sofort anziehen. Ja, wir können es dann anziehen, aber ihr dürft auch gerne nach der Geburt auf der Station im Zimmer weiter kuscheln oder dann den Papa auch mal ein bisschen kuscheln lassen. Gerade wenn es jetzt endlich mal wieder wärmer wird, ist es auch schön. Ich habe heute ganz viele der Patientinnen und Väter auch gesehen, die einfach obwohl das Baby schon vorgestern kam, heute mit nackigem Oberkörper und dem Baby dann auf der Brust auch auf der Station weiter gebondet haben. Also das Bonding hört nicht zwingend im Kreißsaal auf, sondern das geht weiter. Und das ist uns auch extrem wichtig und es hilft für eure Bindung, es hilft fürs Stillen und es ist auch schön natürlich, wenn man dann sein neues Lebewesen, seinen neuen Begleiter dann auch einfach schön intensiv kennenlernt, der vorher die ganze Zeit im Bauch noch war. Genau. Ja, so, das ist so ein bisschen zum normalen Ablauf und dem gebe ich auch immer ein bisschen Raum hier, weil ich finde, man sollte an eine Geburt auch so rangehen, dass es erstmal natürlich ist und die Babys so auch auf die Welt kommen sollten in aller Regel, wenn es denn klappt. Aber natürlich sind wir im Krankenhaus und ihr kommt ja auch in ein Krankenhaus oder in eine Geburtsklinik, weil ihr dann auch die dementsprechende Unterstützung euch erhofft. Fällt hier nochmal ein kurzes Bild, das ist aus der Bonding-Phase aus dem Kreißsaal, wo dann gekuschelt wird und das erste Mal auch angelegt worden ist. Und zum Bonding habe ich schon einiges erzählt. Vielleicht ganz kurz nochmal auf die Wassergeburt, weil das ja viele auch in Erwägung ziehen und fragen, können wir das hier machen? Ja, wir haben auch eine neue Wanne bestellt sogar. Also die aktuelle ist natürlich noch da und funktionsfähig. Das ist die alte. Die sieht gar nicht so alt aus, ist auch schön, hat so eine Tür vorne, die neue wird die auch haben, dass man da bequem reinkommt, aber die ist doch schon jetzt ein paar Jahre alt, deswegen haben wir vor gar nicht langer Zeit eine neue bestellt, die wird jetzt gerade produziert und dann irgendwann eingebaut in den nächsten Wochen, Monaten, also für die, die erst später im Jahr Termin haben, ist dann wahrscheinlich auch sogar eine neue Wanne da. Dann haben wir eine, wir werden auch weiterhin nur eine Wanne haben und viele machen sich Sorgen, ist die denn dann auch frei? Also die wird recht häufig für Entspannungsbäder benutzt in der frühen Phase oder auch drin, ja, dass man da irgendwie guckt, dass man was überbrückt als Schmerztherapie. Das wird recht häufig gemacht. Wassergeburten sind nicht ganz so häufig, wie sie angefragt werden in der Geburtsplanung. Das liegt aber weniger daran, dass die Wanne dann belegt ist und man da nicht rein darf, sondern häufig, dass es dann doch einem nicht so gut gefällt, dass es ausprobiert wurde, das Entspannungsbad, und man dann sagt, nee, das ist doch nichts, das ist mir zu kalt oder das ist mir zu warm, das Wasser, das hat halt so 37 Grad.
Körpertemperatur und ja, oder dass man mit der Geburt doch nicht so gut klarkommt, dass man doch eine PDA benötigt. Das wäre halt auch ein Grund, dass man nicht die Badewanne aufsuchen sollte zur Wassergeburt, die PDA, weil man dann eingeschränkt sein kann in der Mobilität, im Falle eines Notfalls dann schwer rauskommt. Und weil auch über den Plastikkatheter, der im Rücken liegt, natürlich eine Infektionsgefahr da ist, weil das Wasser natürlich selbstverständlich nicht richtig steril ist dann. Genau, hier nochmal so ein bisschen die Vorteile auch. Man ist sehr autonom auch in der Wanne, man hat die Schmerzerleichterung, man hat so ein bisschen Schwerelosigkeit. Man kann auch da verschiedene Geburtspositionen einnehmen. Man hat vielleicht weniger Geburtsverletzungen, weil der Damm so ein bisschen aufgeweicht wird. Fürs Kind ist es nett, weil das Kind einfach aus dem Wasser ins Wasser geboren wird. Der Übergang sanft ist und man muss das Baby auch nicht sofort rausreißen bei der Geburt, sondern es kann auch so ein bisschen unter Wasser bleiben. Das verschluckt sich nicht, hat einen Reflex, dass es quasi unter Wasser noch nicht anfängt zu atmen. Und das ist natürlich auch ganz schön und faszinierend, wenn man das macht. Und genau, deswegen für manche eine schöne Option, gibt schöne Wassergeburten, die ich begleiten durfte, aber es ist jetzt nicht der regelhafte Geburtsmodus, sage ich mal, und auch nicht für alle etwas. Dann hier kurz, ich bin auch wieder drin heute im alternativen Kreißsaal. Die BIAB-Studie ist vorbei, die Folie habe ich jetzt rausgenommen, aber der alternative Kreißsaal ist halt weiterhin verfügbar und wir haben hier an einer großen Studie teilgenommen, für die, die es nicht wissen, die über 3 Jahre lief und wir haben in dem Rahmen diesen alternativen Kreißsaal hergerichtet und der sieht nicht ganz so aus wie auf dem Bild. Ein bisschen haben wir das anders hingestellt, aber man sieht, da sind so ein paar mehr Elemente oder andere Elemente, so Schaumstoffwürfel und der Hocker natürlich, den wir auch in anderen Kreißsälen haben, aber kein richtiges Bett. Dafür eine Matratze, man darf sich ausruhen, man darf auch im Liegen das Baby bekommen oder sich zwischendurch mal hinlegen, wenn man möchte. Aber wir haben hier nicht so ein klassisches Gebärbett, weil in den meisten Kreißsälen, auch in unseren anderen, die wir haben, ist es halt so, dass das Bett so ein zentraler Anlaufpunkt ist, weil es in der Mitte des Raumes steht. Und wir wollen ja gerne, dass ihr euch bewegt in der Geburt, weil das sicherlich Vorteile hat. Und wenn man dann immer direkt aufs Bett zusteuert, dann ja, kommt es doch dazu, dass das vielleicht auch intuitiv auch von den Hebammen mehr genutzt wird. Man kann sich auch auf dem Bett aufrecht positionieren, gar keine Frage, das auch so umbauen, dass man da aufrecht ist, hockt oder Vierfüßlerstand und dergleichen. Aber hier im alternativen Kreis haben wir halt so ein bisschen eine Atmosphäre, um das Aufrechtsein zu fördern. Und wir gucken mal, was bei den Ergebnissen der Studie rauskommt. Es ging halt darum zu vergleichen, ob hier weniger häufig ein Kaiserschnitt notwendig wird in der Geburt als in einem klassischen Kreißsaal. Und da sind wir ganz gespannt. Wir haben fast 400 Frauen von unserer Klinik dort eingeschleust bei der Studie und insgesamt waren es 3.800 und ein paar Zerquetschte, die da mitgemacht haben. Und wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir da so einen großen Anteil auch dran hatten. Und jetzt ganz gespannt, wenn irgendwann in den nächsten Monaten dann mal die Studienergebnisse veröffentlicht werden. Ja, jetzt kommt hier mal eine Frage. Ich freue mich. Also heute seid ihr alle ein bisschen fragefaul, aber nicht schlimm. Wie viele Familienzimmer gibt es, beziehungsweise kommt es mitunter vor, dass keine verfügbar sind? Also, ich kann euch erstmal beruhigen. Es ist so, dass wir alle unsere Zimmer auf der Station, und das sind 13 Zimmer, davon 2 Einzelzimmer, alles andere 2 Bettzimmer, umfunktionieren können in Familienzimmer. Und das ist auch meistens so, dass alle Zimmer fast Familienzimmer sind. Im Moment, gerade Corona-bedingt, nehmen das sehr, sehr viele. Vereinzelt gibt es natürlich auch mal Fälle, wo Geschwisterkinder da sind, wo der Papa dann nicht hier übernachten kann und nach Hause muss. Dann kann es auch sein, dass man mit einer anderen Frau zusammenliegt, wenn man kein Familienzimmer nimmt. Dass man es nicht bekommt, ist sehr, sehr selten. Aber ich kann natürlich niemandem das versprechen. Ja, wir haben auch jetzt mit der deutlichen Zunahme der Geburtenzahl hier ist im Moment fast immer noch hinbekommen, dass jeder, der das möchte, das Familienzimmer auch bekommt. Ist nicht gelogen, ist tatsächlich so. Ich kann mich jetzt auch im letzten Monat 104 Geburten und ich glaube, wir konnten es auch, soweit ich weiß, jedem ermöglichen. Wir versuchen dann, wenn es extrem eng wird, auch vielleicht eher mal ein Familienzimmer aufzulösen, die schon eins hatten, dass dann die neuen eins bekommen. Aber auch das müssen wir zum Glück nicht sehr, sehr häufig. Wir haben viele vaginale Geburten und da kann man auch recht schnell wieder nach Hause gehen. Das heißt, wir haben sehr hohen Durchsatz
und entlassen dann auch natürlich schnell wieder nach der U2, und so dass dann auch Zimmer wieder frei werden. Manchmal kommt es zum Stau vormittags, dass dann irgendwie Patientin von der Geburt im Kreißsaal oder vom Kaiserschnitt, der geplant war, nicht direkt ihr Zimmer beziehen können. Aber zur Beruhigung, wenn jetzt nicht nochmal extrem ein Zulauf kommt, dann sind wir da im Moment gut ausgestattet. Selten müssen wir mal auf die Günnstation zurückgreifen, die direkt daneben liegt. Aber Familienzimmer sind sehr realistisch, die bei uns zu bekommen. Kostet 51 € für die Übernachtung und ist dann auch mit Verpflegung für den Partner. Also Frühstück, Mittagessen, Abend. Brot gibt es dann genauso für den Partner. Ansonsten zur Ausstattung der Zimmer, also oder zum Kreißsaal noch, nehmen wir erstmal die Zimmer. Wir haben in den meisten Zimmern haben wir Dusche und Bad im Raum. Also es gibt auch drei oder vier Zimmer, da ist die leider draußen und man muss sie sich mit einem anderen Zimmer teilen, aber in den anderen Zimmern, in den allermeisten, ist Dusche und Bad im Raum. Unsere Station ist nicht renoviert, die ist schön sauber, zweckmäßig, aber noch nicht frisch renoviert. Der Kreißsaal ist jetzt vor 6, 7 Jahren renoviert worden. Hier sieht es ziemlich modern aus und sehr schön. Die Station hat so ein bisschen auch seinen Charme, muss man sagen. Ich habe gehört, dass wir auch bald dran sind, also über uns im Haus, im gleichen Haus, im Krankenhaus über uns. Die Stationen, die sind jetzt gerade in der Renovierung. Auch fast oder sind auch schon recht weit, glaube ich, weil der Lärm ist jetzt zum Glück langsam weg. Da war zwischendurch mal ein bisschen Bohren und Hämmern von oben. Und wir werden auch sehr wahrscheinlich zeitnah jetzt drankommen, dass auch unsere Stationen renoviert werden. Für die, die jetzt zugucken, wahrscheinlich kommen die noch nicht in den Genuss. Wahrscheinlich kommen die auch noch nicht in irgendwie Baustellenlärm hier, aber es ist absehbar, dass auch unsere Station eine Auffrischung bekommt. Aber es ist alles gut, alles zweckmäßig sauber und vorteilhaft ist halt auch mit den Bädern, muss man sagen, dass man da das Bad, wenn auch nicht ganz modern, im Raum hat. So, dann meldet man sich das erste Mal zur Geburtsplanung an oder sollte man sich vorher schon anmelden? Nee, zur Geburtsplanung reicht. Genau, hatte ich ganz am Anfang gesehen, also für die erzählt, für die sich später zugeschaltet haben jetzt. Zur Geburtsplanung habe ich ganz am Anfang einiges erzählt. Das Video wird ja auch wieder eine Zeit lang ins Archiv gestellt. Könnt ihr noch mal reingucken. Aber 4 bis 6 Wochen vor dem Termin am besten einmal vorstellen zur Anmeldung. Entweder mit Arzt und mir oder bei der Hebamme. Und Anruf zur Anmeldung am besten so um die 30. Schwangerschaftswoche machen, damit man dann entspannt auch einen Termin bekommt. Die Besuchszeiten für den Papa sind im Prinzip egal. Das einfach absprechen mit den Krankenschwestern. Ich habe ja gesagt, der Papa darf einmal zu Besuch kommen während des Aufenthaltes und wenn er euch nach der Geburt halt verlässt und nicht im Familienzimmer bleibt und dann einfach mit den Krankenschwestern das besprechen. Jetzt nicht unbedingt, weiß ich, morgens um 8, wenn irgendwie Wochenbettvisite ist oder so, aber im Grunde ist es uns relativ egal, wann dann der Besuch stattfindet. Was ist denn auf den Anmeldeformular anzukreuzen, wenn man ein Familienzimmer wünscht? Oh, das ist eine gute Frage. Das teile ich immer aus, das Anmeldeformular. Gibt es immer mit nach Hause. Steht da nicht Familienzimmer drauf? Ich weiß es jetzt auswendig gerade nicht. Genau, müsste ja irgendwas draufstehen. Ansonsten, wir nehmen das auf, auch bei der Anmeldung. Wir fragen jeden, der zur Geburt kommt, ob er ein Familienzimmer möchte, weil davon auch der Abstrich des Papas abhängt, ob der nur einen Schnelltest bekommt oder einen PCR-Test. Also keine Sorge, die Hebammen fragen eigentlich jede Frau, die bei uns zur Geburt kommt, ob sie denn ein Familienzimmer möchte. Und wir gucken dann halt immer, ist es verfügbar, klappt das? Und zum Glück klappt es sehr häufig. Muss der bereits geimpfte Partner sich trotzdem ausstreichen lassen auf Corona? Ich habe auf diese Frage gewartet. Und zwar, ja, im Moment ist das noch so. Es gibt ja leider eine kleine Lücke. Man ist ja mit der Impfung auch leider nicht 100% geschützt. Und die Väter, die hier bleiben im Familienzimmer, kriegen, auch wenn sie geimpft sind, aktuell noch einen PCR-Test. Ich werde aber immer wieder mit unserem Krisenstab, mit der Hygiene hier in Kontakt bleiben. Und wie gesagt, wenn es irgendwelche Neuerungen, Lockerungen gibt, sage ich das im Moment weiterhin Abstriche für beide, für Mama und Papa. Hallo, liebes großartiges Team der Geburtshilfe Bochum. Wo, bei wem kann ich einen Geburtsbericht anfordern? Einen Geburtsbericht könnt ihr anfordern, entweder über geburtshilfe@augusta-bochum.de, dann wird die Katja sich darum kümmern, oder über das Sekretariat der Frauenklinik findet ihr auch oben auf der Homepage die Mailadresse und dann
Kommt es immer ein bisschen darauf an, wann die Geburt war. Wir haben halt die Möglichkeit, seitdem wir alles digital dokumentieren, jetzt seit 2 Jahren ungefähr auch Geburtsberichte digital zu versenden, wenn man damit einverstanden ist als PDF. Ansonsten, wenn es zurückliegende Geburten sind von länger her, dann muss man auch die Akte da erst raussuchen. Die Kopien, wenn man das kopieren muss, kosten ein bisschen Geld, das muss man dann bezahlen. Also mittlerweile mache ich so, dass ich gerne bei den Entlassungen schon den Geburtsverlauf einfach mitgebe, weil es doch manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn so viele Fragen kommen zu Geburtsberichten, die dann angefordert werden. Also da ein bisschen Geduld haben, wenn vielleicht nicht sofort das kommt, vor allem wenn man es irgendwie kopieren muss. Genau, das dazu. So, jetzt bin ich schon über eine Stunde dabei, aber so ein bisschen was Medizinisches wollte ich euch auch noch zeigen und erklären. Eins meiner Steckenpferde ist ja vor allem die äußere Wendung, die ich hier ganz regelmäßig und häufig durchführe. Dann nehmen wir mal eine andere Folie. Genau, Beckenendlage und äußere Wendung. Ich mache das sehr, sehr häufig, wöchentlich im Moment. Also da geht es halt um die Beckenendlage, wenn euer Baby anstatt mit dem Kopf, mit dem Steiß nach unten liegt. Das ist zum Glück bei nicht so vielen der Fall. Das sind so 4% von allen, wo das Baby zum Termin in falsch rum liegt. Das heißt falsch rum, aber nicht mit dem Kopf nach unten zumindest. Und dann muss man sich halt überlegen, was man dann macht. Und dann würde ich empfehlen, kommt zur Beratung zu uns und wir schauen nach, ob es denn vielleicht eine Möglichkeit gibt, das Baby zu drehen von außen und in die Schädellagenposition zu bringen, weil die Geburt, die vaginale Geburt aus Schädellage doch mit deutlich seltener mit weniger Risiken und Komplikationen behaftet ist als die Geburt aus Beckenendlage, die aber auch bei uns möglich wäre, wenn ihr euch das zutraut und wir dann das euch auch gut mit euch besprechen. Ich zeige mal ein Video von meiner Kollegin, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, ist natürlich auch im Archiv. Wir haben ja, glaube ich, schon 3 oder 4 Videos jetzt von äußeren Wendungen eingestellt. Da hat es einmal die Frau Dr. Röther mit mir zusammen gemacht und da seht ihr halt, wie man mit relativ sanften Handgriffen es doch hinbekommen kann, ein Baby in die Schädellage zu manövrieren, in die optimale Ausgangsposition. Wir machen das in der Regel nicht vor der 36+0 Schwangerschaftswoche. Ich kann alle beruhigen, eine Komplikation dabei, die uns veranlasst, während oder nach der Wendung einen Kaiserschnitt oder sogar einen Notkaiserschnitt durchführen zu müssen, ist sehr, sehr selten. Ist mir zum Glück hier noch nicht passiert. Wir wären darauf vorbereitet. Wir bereiten euch auch auf diese extrem seltene Möglichkeit vor, aber es passiert wirklich verdammt selten und normalerweise ist die Hauptgefahr der Wendung, dass es nicht klappt. Also diese Woche habe ich 3 gemacht und leider hat nur eine funktioniert. Wir haben aber insgesamt doch eher eine Quote, die liegt so bei 50-70%, also mehr als die Hälfte der Wendung schaffen wir. Es geht nicht immer so leicht, wie es hier auf dem Video, die Frau Röther zeigt. Eins, was ich eingestellt habe, da war es auch mal relativ schwer. Heute die Wendung, die ich gemacht habe, ging super, super easy und hat viel Spaß gemacht. Aber es klappt nicht immer. Also damit muss man halt rechnen, dass es auch sein kann, dass die Wendung nicht funktioniert. Eine Vorderwandplazenta ist kein Hindernis. Also ist ein Hindernis vielleicht schon, weil ich dann es etwas schwieriger habe, das Baby zu fühlen. Ja, wenn der Mutterkuchen vorne ist, dann tastet man natürlich vielleicht den Kopf nicht so gut und auch den Körper, wenn das gepolstert ist durch den Mutterkuchen. Aber das ist kein Grund, es nicht zu tun. Also die Gefahr, das ist kein großes Risiko. Ja, also man kann auch bei einer Vorderwandplazenta eine äußere Wendung durchführen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ich mir vorher angucke. Ist gut, wenn es das zweite Kind ist. Erste Kind ist ein bisschen schwerer, die Wendung, das weiß man. Ein bisschen seltenere Erfolgsrate, besser ist es das zweite oder dritte Kind. Und das zum einen, aber auch beim ersten mache ich es häufig. Dann Fruchtwassermenge, Plazenta sitzt natürlich auch. Ich kann es besser fühlen, wenn es eine Hinterwandplazenta ist. Und wie tief der Steiß schon runtergewandert ist. Deswegen, wenn man es zu spät macht, weil man jetzt sagt, oh, das Baby soll ja noch reifen und ich habe Angst, wenn ich das 36. Woche schon mache und dann kommt es zum Kaiserschnitt, das ist zu gefährlich. Aber wenn man jetzt so bis zum Termin wartet, dann ist es ja so, dass das Platzangebot einfach weniger wird durch Senkwehen, das Baby weiter runterrutscht, der Steiß schon weiter im Becken ist und dann wird es halt auch schwieriger. Wenn es sehr mobile Kinder sind, habe ich auch schon Wendungen überm Termin durchgeführt.
Aber normalerweise so 36 plus 0 bis 37 plus 0 bei Mehrgebärenden, bisschen später, 37 plus 0 bei Erstgebärenden, eher schon so 36 plus 0. Und man geht davon aus, dass es sich nicht mehr selbstständig in die Schädellage dreht, genau auch in dieser Zeit. Also wenn es Babys sind, die sich viel hin und her drehen und da ist sehr viel Platz, dann kann man auch noch ein bisschen warten und darauf hoffen, dass es sich von alleine vielleicht wieder dreht und diese ganzen Alternativmethoden anwenden, wie indische Brücke oder Taschenlampe benutzen, meinetwegen auch Moxen mit Zigarrenrauch, was auch immer. Aber wenn es halt Babys sind, die schon recht lange in der Beckenendlage liegen, dann wird es irgendwann so in der 34., 35., 36. Schwangerschaftswoche doch immer unwahrscheinlicher, dass das Baby sich von alleine noch in die richtige Position bringt. Also da gerne zur Beratung kommen. Wie gesagt, das macht viel Freude, wenn das klappt und wir haben einfach eine höhere Chance auf eine vaginale Geburt, wenn das Köpfchen unten ist. Und viele haben ja auch zu viel Respekt vor einer Beckenendlagengeburt. Und da muss man halt auch gut gucken, ist das was für einen, wie vielte Kind ist das und so weiter. Aber auch da würde ich dann beraten, jedes Mal, vor allem vor dem Hintergrund, wenn es nicht klappt, ob dann der geplante Kaiserschnitt oder der ungeplante mit Warten auf Wehen der richtige ist oder ob man sich vielleicht eine Beckenendlagengeburt auch mit mir hier zutrauen würde. Ja, das dazu. Dann noch ein anderes Video, was ich immer gerne zeige. Das dauert hier mal ein bisschen, bis das lädt. Es gibt natürlich doch einen gewissen Prozentsatz der Geburten, die dann doch Kaiserschnitt werden. Wir haben ungefähr die Hälfte unserer Kaiserschnitte, die geplant durchgeführt werden, als geplanter Kaiserschnitt. Und die andere Hälfte sind Kaiserschnitte, die wir ungeplant durchführen, wegen Problemen, die es in der Geburt gibt. Und das sind in der Regel keine Notkaiserschnitte. Also wir haben mittlerweile dieses Jahr ja für über 500 Geburten schon und hatten, glaube ich, 5 Notkaiserschnitte. Also einer von 100 Geburten waren das jetzt. Hatten natürlich insgesamt schon viel mehr auch sekundäre Kaiserschnitte. Unsere Kaiserschnittrate liegt so in diesem Jahr sehr gut bei, glaube ich, im Moment nur so ungefähr 26, irgendwas Prozent. Im letzten Jahr waren wir ein bisschen schlechter, da hatten wir eine Kaiserschnittrate, die ungefähr bei 30% lag. Davor das Jahr mal 27, davor das Jahr auch wieder so 30, also es pendelt sich so zwischen 25 und 30 ein. Dieses Jahr bin ich aber froh, weil es im Moment sehr, sehr gut aussieht und wir doch mehr Kinder auf dem normalen Weg hier auf die Welt helfen konnten. Der Hauptgrund für einen Kaiserschnitt in der Geburt oder die Hauptgründe für einen Kaiserschnitt während der Geburt sind entweder Auffälligkeiten der kindlichen Herztöne, oder vor allem Geburtsstillstand, dass das Baby sich nicht richtig dreht, nicht richtig ins Becken reindreht und irgendwo hängen bleibt und wir dann nach Ausschöpfen auch vieler Maßnahmen es nicht animieren können, durchs Becken durchzurutschen, der Muttermund nicht weiter aufgeht oder wenn er ganz offen ist, das Baby einfach nicht runterkommt. In den meisten Fällen halt ganz relativ entspannte Situationen, wo wir auch in der Geburt die Regionalanästhesie benutzen können. Das heißt, der Anästhesist euch nicht in eine Vollnarkose legen muss, sondern entweder eine PDA, die schon liegt, benutzt wird, hochdosiert wird oder eine Spinalanästhesie, die dann gelegt wird. Dann ist der Papa auch bei der wachen Patientin sehr gerne immer dabei im OP, darf dabei sein. Und hier ist ein Video, wo der Vater quasi das einmal aufnimmt. Wir machen in der Regel immer eine Kaisergeburt mit der Möglichkeit, halt ein Tuch hochzunehmen, wo dann noch eine Plexiglasscheibe ist. Aber so seht ihr euer Baby quasi, wie es den ersten Schrei macht und seid live dabei und müsst keine Angst haben, ihr müsst von der Wunde nichts sehen. Die Mama eh nicht, die liegt und sieht dann hauptsächlich das Baby und auch der Papa muss da nicht hingucken. Und es ist schon ganz toll, weil sonst wäre halt diese blaue Wand davor und dann hört man das Baby zwar schreien, aber sieht's noch nicht und wir lassen auch dann erstmal die Nabelschnur dran, legen es dann nochmal bei euch auf den Bauch, ihr dürft schon mit der Hand anfassen und durch die Scheibe und erstmal bewundern und auch da lassen wir so ein bisschen die Nabelschnur auspulsieren, bevor wir es dann abnabeln, was da leider der Papa nicht machen darf, weil es ein steriler Bereich ist und wir den Papa da nicht gerne rübergreifen lassen und dann geben wir das Baby danach der Hebamme. Und die Hebamme geht meistens in den Vorraum kurz mit dem Anästhesisten, der nochmal Herz und Lunge kurz abhört und kommt dann relativ rasch wieder zu euch. Guck, da fühle ich auch immer noch an der Nabelschnur, ob der das noch pulsiert und es bleibt dann doch eine ganze Zeit einfach erstmal nochmal da bei euch liegen.
Und danach ist es dann so, dass wir es, wenn die Hebamme dann wiederkommt, euch dann selbstverständlich auch auf die Brust legen und ihr auch im OP erstmal bonden dürft und mit dem Baby zusammen kuschelt. Und der Papa sitzt dann auch dabei, links daneben. Das blaue Tuch seht ihr jetzt, ist wieder zu. Also den Rest der Operation müsst ihr uns dann nicht zugucken und müsst nichts von der OP dann weitersehen. Ja, also das kurz zum Kaiserschnitt. Bei den geplanten Kaiserschnitten findet hier bei uns in der Regel überhaupt keine Trennung mehr statt. Das heißt, ihr werdet dann auch nach der Geburt mit dem Baby zusammen in den Kreißsaal verlegt, dürft weiter kuscheln. Und bei den ungeplanten Kaiserschnitten kommt es immer ein bisschen darauf an, wann passiert das. Es ist mitten in der Nacht, wo wir nicht so eine ganz optimale Besetzung für eine Nachüberwachung im Kreißsaal haben. Es ist tagsüber, also nachts ungeplante Kaiserschnitte nachts, da kann nach dem ersten Bonding im OP, was dann auch stattfindet, genauso während der, also dass die Hebamme mit dem Kind bei euch bleibt, während der OP kann es aber mal sein, dass man nach der OP kurz eine Trennung hat. Und dann ist es wichtig, dass der Papa das Bonding übernimmt, bis die Mama von den Anästhesisten freigegeben wird, dass sie dann eine halbe Stunde später auch wieder dazustoßen darf. Aber bei den meisten Kaiserschnitten gar keine Trennung, komplett kontinuierliches Bonding. Und dann ist es auch so, wenn es einen Grund gibt für euch, dass ein Kaiserschnitt gemacht werden muss, dann ist es total wichtig, dass wir den machen können. Ja, der rettet Leben, ja, und der ist auch, ja, es ist einfach wichtig, und wir versuchen es halt dann durch die Maßnahmen auch ähnlich zu gestalten wie bei der normalen Geburt, sodass dann Dinge wie das Stillen und so weiter in der Regel auch genauso gut klappen können. Und sollte es mal zu einem in Vollnarkose kommen oder doch ganz selten mal zu einem ganz eiligen Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt, dann gibt es auch Möglichkeiten, das Bonding nochmal zu nachzusimulieren, ein Bonding wahrzunehmen und solche Sachen. Da helfen uns euch dann die Kinderkrankenschwestern. So, sehr, sehr schön. Ich gucke mal gerade, ob ich noch was ganz Entscheidendes vergessen habe. Vielleicht noch mal kurz nach der Geburt. Ach so, darf man im Kreißsaal Fotos, Videos machen? Ja, klar, dürft ihr. Auf jeden Fall. Ich suche ja immer noch jemanden, der seine Geburt filmen lassen möchte. Genau, ihr dürft natürlich Fotos machen, Videos machen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch bei den äußeren Wendungen, wenn der Papa da nicht dabei ist, darf er sich live dazuschalten im Video und solche Dinge. Da sind wir alle relativ entspannt. Unsere Babyfotografin, da kämpfe ich gerade, dass die wiederkommen darf. Ich hoffe, wenn ihr zur Geburt kommt zu uns, ist sie wieder da. Die war Corona-bedingt nicht zugelassen, hat aber jetzt auch ihre erste Impfung, und ich hoffe, dass sie spätestens nach ihrer zweiten Impfung dann wieder da ist. Die Sandra Koch macht seit vielen, vielen Jahren bei uns Babyfotos auf der Station. Und ja, ansonsten kommt es immer ein bisschen zu kurz, die ganze Geschichte nach der Geburt, die dann noch abläuft. Von der Geburt mit der Übergabe auf die Station habe ich ja erzählt, aber wir werden euch dann optimals vorbereiten, vor allem auf Stillen. Wir sind auch dabei, uns als babyfreundliches Krankenhaus zu zertifizieren. Also haben das noch nicht eingereicht, den Antrag, aber arbeiten jetzt schon fleißig daran, diese Sachen vorzubereiten. Und legen sowieso seit vielen, vielen Jahren schon sehr viel Wert darauf, dass ihr eine gute Beratung bekommt zur Babypflege und vor allem zum Stillen. Wir haben Laktationsberaterinnen, mehrere Ausgebildete mit Examen, die auf der Station arbeiten und versuchen da auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, was das Stillen angeht, umzusetzen. Versuchen immer, wenn es geht, euch nur stillen zu lassen und nicht irgendwie zuzufüttern, nur wirklich, wenn es eine medizinische Indikation gibt, zuzufüttern. Wir sind keine Freunde von Schnullern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben auch gar keine Schnuller hier bei uns, weil das zu Saugverwirrung führen kann und dann das Baby denkt, ja, ich mag den Schnuller, aber ich mag die Brust und die Brustwarze nicht mehr so gerne. Und ja, so fängt das mit dem Bonding an, aber dann auf der Station im Zimmer oder auch im Stillzimmer, neben dem neugeborenen Zimmer, was wir im Moment noch so herhalten für auch die U2-Untersuchung vom Kinderarzt und so weiter. Da geht es halt dann viel um diese Dinge. Da bekommt ihr Handgriffe gezeigt, da werdet ihr auch beraten, wie häufig ihr stillen sollt, wie das Baby vielleicht besser die Brust nimmt. Da gibt es manchmal anatomische Probleme, Zungenbändchen bei den Kindern. Dann gibt es auch manchmal Brustwarzen, die nicht so schön geformt sind fürs Stillen, wo man dann aber auch natürlich Möglichkeiten hat, euch zu unterstützen. Und keine Angst, euer Baby verhungert nicht. Alle Babys nehmen am Anfang ab, weil ihr habt die tolle Vormilch, die sich schon während der Schwangerschaft bildet.
die man auch im Rahmen eines Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel vor der Geburt schon gewinnen kann, die Vormilch und mitbringen kann. Wurde jetzt noch nichts zu gefragt, aber diätetischer Schwangerschaftsdiabetes kommt gerne vorbei. Insulin muss man immer so ein bisschen gucken, wie ist das eingestellt, wie gut, da ist eigentlich das Perinatalzentrum empfohlen. Bei einem sehr gut eingestellten könnt ihr trotzdem euch hier vorstellen und mit mir darüber sprechen, ob ihr dann hier hinkommen dürft. Wir verlegen die Babys von den diabetischen Müttern bei den diätetischen Gestationsdiabetes auf jeden Fall nicht häufiger als andere Babys. Unsere Verlegungsrate insgesamt für Babys liegt bei 2-3%. Also das ist zum Glück super selten, dass wir die Kinder verlegen müssen. So, das nur noch mal kurz dazu. Und dann, Stationsbetreuung. Moment mal, wo ist denn jetzt hier die Folien verloren gegangen? Da, genau, da war ich. Also die U2 durch den Kinderarzt nochmal kurz, macht er jeden Tag, ist Dr. Hohendahl, der kommt jeden Tag zu uns, führt die U2 durch beim Kind. Wir machen einen Hörtest, wir machen den Stoffwechseltest, der vorgeschrieben ist bei den Kindern. Den Hüftultraschall machen wir im Moment nicht. Werden wir auch, glaube ich, nicht mehr machen, weil der für die U3 vorgesehen ist und im Krankenhaus nicht gemacht werden muss. Herr Hohendahl ist Osteopath, der sieht auch, wenn er was sieht an der Hüfte von außen, dann empfiehlt er eventuell, dass man früher einen Hüftultraschall macht, sonst reicht es bei der U3. Und man kann immer prophylaktisch das Baby auch breit wickeln und so vielleicht verhindern, wenn da eine Fehlstellung in der Hüfte ist, dass es eine Spreizhose später braucht. Also breit wickeln macht immer Sinn bei Entlagenkindern sowieso. Ja, und so geht ihr dann in der Regel am zweiten oder dritten Tag, nach dem Kaiserschnitt vielleicht am dritten oder vierten Tag wieder nach Hause und dann in die Nachbetreuung eurer Hebamme. Genau, da kommt noch eine Frage. Kann man auch zu Voruntersuchungen kommen, wenn der Frauenarzt in den letzten Schwangerschaftswochen im Urlaub ist? Das ist eher ein bisschen schwierig, weil wir doch hier extrem viel zu tun haben und gut ausgebucht sind, auch in der Ambulanz. Was man mal machen kann ausnahmsweise, ist, also am Wochenende zum Beispiel, wenn eine CTG-Kontrolle notwendig ist über einen Termin, dann kann man schon hier anrufen und auch am Wochenende zu einem CTG kommen, wenn es denn überhaupt notwendig ist, weil über einen Termin die Abstände auch dreitägig sein dürfen mit den CTG-Kontrollen, dann kann man es auch Freitag, Sonntag, Montag machen. Klar, und man darf auch kommen, wenn irgendein Problem ist, aber eine Vorsorgeuntersuchung können wir auch nicht abrechnen, also bei Kassenpatienten nicht, bei Privatpatienten wäre es abzurechnen, da kann man zur Vorsorge dann auch kommen, aber bei Kassenpatienten kriegt das Krankenhaus auch kein Geld für eine Voruntersuchung und wir haben hier wirklich, sind ganz froh, dass wir viel zu tun haben, aber Vorsorgeuntersuchungen können wir von den Frauenärzten nicht übernehmen, da müsstet ihr dann bitte zur Vertretung einmal gehen. Ja, letztes Bild und dann habt ihr es auch geschafft. Wo ist es denn? Das sind meine vier Mäuse. Das ist die Greta, die Clara, die Frieda und die Tilda. Die Tilda ist jetzt auch gerade erst 3 Monate knapp alt. Alles Augusta-Kinder, die auch hier bei mir auf die Welt gekommen sind. 8, 6, 1,5 und 3 Monate alt. Und die wünschen euch jetzt genau wie ich noch einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen, Zuhören. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann auch hier im August da zur Geburt begrüßen zu dürfen. Genau, also keine Fragen mehr. Dann mache ich mich noch einmal groß und wünsche allen eine schöne Schwangerschaft. Bis bald hier bei uns. Macht's gut. Tschüss.